Projektbudgets zu erstellen und später im Projektbudgetbericht mit den aktuellen Zahlen zu vergleichen, gehört zu den zentralen Aufgaben von Projektmanagern, Controllern und Geschäftsführern. Der Soll-Ist-Vergleich mit Hilfe des Projektbudgetberichts ist ein monatlich wiederkehrender Prozess, der in etwa so abläuft. Der Controller trägt Informationen aus verschiedenen Abteilungen zusammen, zum Beispiel aus der Buchhaltung, dem Einkauf, der Fachabteilung und der Ressourcenplanung. Die Zahlen kommen in riesige Excel-Tabellen, in denen zum Beispiel aus Arbeitsstunden Kosten und Erlöse berechnet werden. Und anschließend vergleicht der Controller Soll und Ist. Zu diesem Zeitpunkt ist das Zahlenmaterial leider häufig schon veraltet. Schön wäre eine effizientere Möglichkeit. Eine gute Möglichkeit bietet in diesem Zusammenhang Projektmanagement basierend auf SAP Business One. Bei Projektmanagement basierend auf SAP Business One plant der Projektleiter zwar wie gewohnt seine Ressourcen, Projektzeiten und Artikel, aber sobald er die Planung abgeschlossen hat, steht das komplette Projektbudget. Denn die Kosten für Ressourcen und Artikel sind genauso im System hinterlegt wie die Formeln zur Errechnung des Budgets. Hinzu kommt, dass bei Projektmanagement basierend auf SAP Business One alle Abteilungen mit demselben System arbeiten. Das heißt, während die Mitarbeiter ihre Arbeit erledigen, entstehen die Daten, die für Auswertungen im Rahmen des Projektcontrollings benötigt werden. Sobald zum Beispiel der Ingenieur Harry Blum seine Arbeitsstunden erfasst hat, errechnet Projektmanagement auf Basis seines Kostensatzes die Lohnkosten und bucht diese Kosten für dieses Projekt auf die entsprechenden Konten. Und wenn Sie die Auswertung für dieses Projekt aufrufen, zeigt das System den jeweils aktuellen Wert in der Tabelle. Das gleiche gilt für Reisekosten. Harry Blum erfasst seine Reisekosten und Sie sehen den entsprechenden Wert beim nächsten Aufruf der Auswertung. Auch Journalbuchungen für Projektfixkosten erscheinen in der Projektauswertung, sobald sie gebucht sind. Und auch die Kosten, die beim Einkauf von Projektmaterial entstehen, fließen unmittelbar in die Auswertung ein. Sogar Berechnungen mit frei definierbaren Feldern in Zeilen und Spalten sind in Projektmanagement basierend auf SAP Business One möglich. So können Sie die Ist- und Planwerte für Erlöse in einem Monat nebeneinander stellen und die Abweichung total und prozentual berechnen lassen. Auf diese Weise definieren Sie komplexe Berechnungen, wie zum Beispiel die für einen Projektbudgetbericht. Die hinterlegten Farbmarkierungen zeigen übersichtlich, ob und wann das Projekt finanziell erfolgreich ist. Fassen wir kurz zusammen. Projektmanagement basierend auf SAP Business One erleichtert das Projektcontrolling in vielfacher Hinsicht. Zum einen entsteht bei der Ressourcen- und Artikelplanung automatisch das Projektbudget. Hinzu kommt, kein Mitarbeiter braucht Daten extra für die Auswertung zu sammeln. Außerdem sind alle Daten stets aktuell. Und, ganz wichtig, der Plan-Ist-Vergleich ist jederzeit auf Knopfdruck verfügbar. Das bedeutet, der Aufwand, Projekte auszuwerten, sinkt erheblich. Damit sind wir am Ende unserer Präsentation Effizientes Projektcontrolling angelangt und danken Ihnen für Ihr Interesse.